Petrus muss wohl Ehrenmitglied bei den Bocholter Georgius-Schützen sein, denn gestern war er es, der mit einem Traumwetter den Vogel abschoss. Bei solchen Bedingungen konnte das 600-jährige Jubiläum vor dem Bocholter Brauhaus nur ein voller Erfolg werden. Wenn man die heutige Veranstaltung sieht, so wie sie heute Morgen verlaufen ist, aber auch heute die Zusammenkunft hier auf dem Festgelände vor dem alten Schützenhaus oder dem Brauhaus, wie es heute heißt, dann kann man den Verein nur beglückwünschen, dass er nach diesen 600 Jahren so kräftig, so lebendig ist. Wir sind also erschlagen davon, von der Anzahl der Gäste. Wir sind bei ca. 1000 Gästen, 13 Gastvereine von insgesamt 17. Allein der Zug war ja über 1 Kilometer Länge durch die Stadt selber. Die Atmosphäre hier, Sie merken es, fantastisch. Wir sind total begeistert. 600 Jahre Georgius Schützenverein bedeuten aber unweigerlich auch 600 Jahre Bocholter Stadtgeschichte. Nicht zuletzt zeugt auch der gemeinsame Schutzpatron der Stadt und des Vereins von dieser Verbundenheit. Bocholts Bürgermeister Peter Nebelow erinnerte an die eigentliche Bedeutung der Schützenvereine für die Städte und Gemeinden. Wir wissen ja, dass die Schützenvereine im Mittelalter als Bürgerwehren begonnen haben. Die Bürgerwehren waren dafür zuständig, sich gegen äußere Feinde zu verteidigen. Damit man auch richtig schießen lernen musste, wurden Schießübungen veranstaltet. Daraus entwickeln sich dann die heutigen Schützenfeste. An die mit der Geschichte verbundene Verantwortung erinnerte gestern auch Georgius-Präsident Matthias Löhr vor dem Gedenkstein an die Bocholter Juden. Haben wir festgestellt, dass wir eine auch durchaus dunkle Geschichte hatten. Dass Mitglieder unseres Vereines Mitbegründer der NSDAP in Bocholt waren, dass Mitglieder unseres Vereines durchaus auch Menschen verfolgt haben und aktiv verfolgt haben. Aber wir haben auch die positiven Seiten gesehen, dass Mitglieder in der Pogromnacht sich gegen die Randalierer gestemmt haben und damit eben auch Schlimmeres bei ihren jüdischen Vereinsmitgliedern verhindert haben. Und dafür habe ich auch heute in meiner Rede für alle Vereinsmitglieder und für alle Verantwortlichen des Vereins auch das Versprechen abgegeben, dass bei uns der Extremismus keinen Platz hat. Der Präsident hat natürlich mit Recht gesagt, wir sollten uns alle noch mal an diese alten Zeiten erinnern, auch hier im Clubleben. Und seine Aussage, dass wir uns auf jeden Fall gegen jeden Extremismus hier wehren sollten, fand ich also absolut in Ordnung und wird auch voll unterstrichen. Doch mit dem Verein verbindet sich nicht nur Stadt, sondern auch Familiengeschichte. Viele der Bocholter Familiennamen lassen sich in den Georgius-Mitgliederlisten über Jahrhunderte zurückverfolgen. Auch für den frischgebackenen König Patrick Küppers und seine Königin Antje gibt die Georgius-Geschichte ein Spiegelbild des eigenen Lebens wieder. Mit diesem Verein verbindet mich Erinnerungen der Jugend. Schon als kleiner Junge, 2-3 Jahre kaum laufend, haben wir hier Kinderschützenfeste verbracht, Schützenfeste mit den Erwachsenen. Und imposant war immer der Königstag, wenn also ein neuer König bestimmt wurde. Das war meine Erinnerung. Spannung, Zufriedenheit, Heiterkeit. Ein neues Kapitel Vereinsgeschichte schrieb gestern wieder einmal Landwehrschütze Günther Laufer beim ersten Kaiserschießen. Genau 10 Jahre nachdem er Schützenkönig geworden war, erlöste er den Vogel erneut von seinen Leiden und schoss sich und seine damalige Königin Silihofs wieder auf den Thron. Die Fahne von der Landwehr müssen wir hochhalten. Ich war ja als König auch Landwehrkönig, ne? Ja, und die Fahne, die müssen wir hochhalten, damit die Jungen nachkommen können, damit die mal sehen, was los ist. Und die jungen Schützen aller münsterländischen Schützenvereine verpflichteten sich, auch weiterhin ihre Städte und Gemeinden vor allem Übel wie Intoleranz und Ungerechtigkeit zu beschützen.